Hey Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute hat Michael Leines in seinem Video beziehungsweise angekündigt, dass ich auch dieses Video hochladen werde. Und heute geht es mal um diese Map, wie ihr euch sicherlich gedacht habt. Und zwar seht ihr hier bei Spleef ist dieses Schild, was auch voll funktional ist. Und das Ganze fehlt bei Getter noch. Und ich habe mir gedacht, da ja eh viele wissen wollten, wie das geht, werde ich das jetzt hier einfach mal als kleines, ja, in der Art Tutorial machen. Viel Spaß! Ja, so viel also dazu. Ich habe jetzt auch mal so ein Intro gemacht. Ich habe es eigentlich nur aus Spaß gemacht. Ja, werdet ihr schon noch auf Leines Kanal sehen. Auf jeden Fall heute, ja. Wie funktioniert so ein Schild? Dazu werde ich erstmal ganz kurz. Ich sehe gerade, ich habe hier bei der Minecraft-Aufnahme einiges falsch gemacht. Ich muss sie nämlich so schieben. Das Scoreboard ist nämlich wichtig. Dafür sind nämlich zwei Scoreboards wichtig. Einmal das, was ihr jetzt hier gerade seht, das Getter und Scoreboard. Und dann ist noch das Lobby-Schilder-Scoreboard wichtig. Und ich sehe gerade, ich habe auch Desktop-Audio aus. So, die Knöpfe sind natürlich wichtig zu hören. Naja, wie auch immer. Ja, dazu musste ich euch jetzt natürlich ein bisschen spoilern. Der letzte Modus wird letztendlich nicht Skywars sein, sondern Gaddon auf dieser Map. Ja, werdet ihr aber eh in den nächsten Tagen noch auf Leines Kanal mitbekommen. Ja. Wie funktionieren diese Schilder? Ich werde die genauso aufbauen wie die anderen drei auch. Und zwar ja, es ist folgendermaßen. Ich wechsle dann mal doch mal ganz kurz in die Bildschirmaufnahme. So. Und das war nicht gut. So, schnell den Fehler behoben. Und ja, wie funktioniert so ein Schild? Das ist relativ einfach. Der schwierigste Part ist es eigentlich zu entscheiden, darf ein Spieler gerade reinjoinen oder darf er nicht reinjoinen. Und auch anzuzeigen, wie viele Spieler da online sind, ist einfacher als man denkt. Ja, das ist eine Reihe von Command-Blöcken, die hier abgespielt wird. Und bevor wir überhaupt irgendwas machen, sollten wir uns mal ganz kurz die Koordinaten von dem Schild dort holen, was da später sein wird. So, diese Koordinaten, die speichere ich mir am besten ganz schnell hier mal kurz rein. Hab mich sogar ein bisschen vorbereitet, wow. Und ja, was wir jetzt zuerst machen, ist, wir müssen herausfinden, wie viele Spieler quasi gerade in dem Modus sind, wie was denn für eine Zahl dann letztendlich. Ah, ich muss mir so ein Beispiel hier holen. So. Also was für eine Zahl hier letztendlich steht. Und davon ist ja dann noch abhängig, ob man noch reinjoinen darf oder ob die Lobby voll ist. Und dazu machen wir, dass jeden Tick von allen, die gerade im Modus Getdown sind, da muss noch ein Tag davor, die adden. Get down in Lobby-Schilder 1. Das heißt, pro Spieler wird dieser Score hier wird ein Get down erscheinen und pro Spieler wird dieser Score um 1 erhöht. Und damit er nicht wahnsinnig schnell quasi sich erhöht, weil pro Spieler und pro Tick, das heißt 20 mal in der Sekunde, wird auch jeden Tick der Score wieder zurückgesetzt. So, und jetzt sehen wir hier drinnen, haben wir quasi einen Freiraum. Und in diesem Freiraum können wir quasi mit diesem Wert was anfangen. In dem Freiraum zwischen der Score wird gesetzt und der Score wird wieder ja, gelöscht. Und das ist das, was hier auch passiert. Und das ist nicht schwer. Zuerst testen wir, und das machen wir mit Scoreboard Players Test, ob eine Runde Getdown gerade schon am Laufen ist. Und dafür brauchen wir jetzt kurz den anderen Score. Ich sollte mir auch die Command Blocks mal mit nach vorne holen.
Also hier dieses Running steht im Moment auf 0, aber wenn eine Runde läuft später, dann steht das Ganze auf 1. Ich kann das noch nicht zeigen, weil ich darf auch noch nicht viel von der Map und so zeigen, weil das kommt halt erst die nächsten Tage raus. Die Videos dazu. Ja, wenn das so ist, das heißt, auf Conditional stellen wir das Ganze wieder ein. So, jetzt brauchen wir wieder dieses Scoreboard. Dann testen wir, ob Get Town bei Lobby-Schilder zwischen 0 und 3 liegt. Das heißt, nee, zwischen 0 und 7 in dem Falle. Das heißt, wenn diese Lobby noch nicht voll ist und da im Prinzip noch einer rein kann. Weil maximal dürfen so oder sollen da 8 Spieler rein dürfen. Das heißt, wir testen, ob da noch mindestens ein Platz frei ist. Und jetzt kommt die Bildschirmaufnahme ins Spiel, denn jetzt soll zum ersten Mal, ja, das Schild, also wenn das der Fall ist, dann wird Schild Nummer 1 platziert. Und zwar sagt das an, wir sind noch in der Lobbyphase, sprich die Runde läuft noch nicht. Ja, das ist im Prinzip schon das Schild hier, das Grundschild, was ich hier eben mal in Minecraft Tools gemacht habe. Hier unten steht im Übrigen genau dieser Wert. Hier unten wird abgefragt, der Wert von Get Down in Lobby-Schilder. Das heißt, der Wert hier rechts im Scoreboard. Und das bedeutet halt, dass der Wert abgefragt wird, wie viele Spieler denn gerade in der Runde sind. Und das ist letztendlich das, wodurch man das auf dem Bild anzeigen kann. Auf dem Schild. Sorry. So, das heißt, das wäre unser erstes Schild. Was dieser Command bedeutet, Trigger Join Set 4, das erkläre ich später. So, wir haben jetzt den Command. Ja, den nehmen wir erstmal so. Die Koordinaten müssen wir gleich noch verändern. Und dazu habe ich das hier vorhin in diese Datei reingepackt. Denn jetzt können wir hier die Koordinaten eintragen. Und diesen Command können wir einfach mal ausprobieren. Wir kopieren uns den hier mal ganz kurz. Machen einfach mal den hier. Und wenn wir jetzt hier mal kurz nachgucken, dann sehen wir, jetzt steht hier Get Down, es ist noch Lobbyphase, Standard Map und da steht noch keine Zahl. Woran liegt das? Das ist ganz einfach, hier im Scoreboard ist noch gar kein Wert festgelegt. Das heißt, wir legen den einfach mal kurz manuell fest. So, jetzt sehen wir hier rechts im Scoreboard ist dieser Wert festgelegt. Achso, ihr könnt, glaube ich, gar nicht meinen kompletten Chat sehen, ist aber auch. Ach doch, solltet ihr, es ist ja eine Bildschirmaufnahme. So, und jetzt aktivieren wir hier einfach den Command-Block nochmal und jetzt sollte da auch statt nichts eine 0 stehen. Ja, das funktioniert super. Das ist also das erste Schild, was sein soll. Jetzt testen wir wieder, ob Running auf 0 steht. Das heißt, wir testen nochmal, ob kein Spiel läuft. Aber wenn das der Fall ist, dann testen wir, ob mindestens 8 Spieler in dieser Lobby sind. Ergo, ob die Lobby voll ist. Und dann nehmen wir hier das Schild und schreiben dahinter, das habe ich bei den anderen Schildern so gemacht, ich glaube voll. So in der Art. Moment, das können wir eigentlich auch mal ganz kurz nachgucken. Das muss ich jetzt hier mal kurz schauen. Voll. Genau, so habe ich das bei den anderen Schildern gemacht. Dann mache ich das hier auch. Und zwar in Rot. So. Hier wird jetzt der Trigger Join Set wird auf 20 gesetzt. Behaltet euch das im Kopf. Wenn man in die Lobby rein kann, auf 4. Wenn die Lobby zu voll ist, aber die Runde noch nicht läuft, auf 20. Was das macht, das zeige ich euch gleich. So, jetzt können wir im Prinzip hier schon den nächsten Command-Block nehmen und ich würde vorschlagen, nehme einfach mal ganz kurz hiervon sozusagen diesen Command-Block und lösche alles raus bis auf das hier. Und den nehme ich dann und pack den hier wieder drauf, weil da muss ich nicht jedes Mal die Koordinaten mir noch extra rauskopieren, sondern kann jetzt hier einfach ab hier das Ganze kopieren. Und hier einfügen, ja.
So, als nächstes testen wir, ob der Score von Running auf 1 steht. Moment mal, wir haben immer nach 1 getestet. Das ist falsch. Da muss ich mir kurz einen Fehler eingestehen. Wir müssen testen, ob die Runde noch nicht läuft für die Schilder, die wir gerade gemacht haben. Jetzt testen wir, ob der Score von Running in Getdown bei mindestens 1 liegt. Das heißt, dass einfach eine Runde läuft. Wenn das der Fall ist, dann testen wir wieder, ob theoretisch noch in der Lobby Platz wäre. So, jetzt können wir wieder diesen Command-Block hier nehmen und auch schon mal drauf platzieren. Was jetzt der Fall ist, ist, dieses Voll kommt wieder weg, aber hier steht jetzt In-Game und zwar auch nicht mehr in Grün, sondern in Rot. Das heißt, wir sehen, da kommt keiner mehr rein. Und Trigger Join Set 21 kommt jetzt hier rein. Wir kopieren uns wieder den Command und fügen den hier ein. Und zu guter Letzt, wir sehen, hier sind auch noch genau 3 Plätze frei. Testen wir nochmal, ob die Runde läuft. Und wir testen, ob die Lobby auch schon voll ist. Das heißt, wir testen hier nach 8. Und wenn das der Fall ist, dann soll uns angezeigt werden, dass wir in-game sind, also dass die Runde schon läuft und dass die Lobby voll ist. Das machen wir hier wieder. Wir stellen uns das hier ein und diesmal wird das Ganze hier auf 22 gesetzt, wenn wir in-game sind und die Runde voll ist. Was es damit auf sich hat, da kommen wir jetzt dazu, sobald ich das hier kopiert habe. So, das kommt hier einmal kurz rein. Und jetzt sind wir im Prinzip schon fertig. Dann können wir das hier genau alles abbauen. Und das läuft dann. Was jetzt hier passiert, das erkläre ich jetzt. Jetzt kommen wir zu dem, was die Scores bedeuten. Der erste war, wenn keine Runde läuft und auch noch Platz in der Lobby ist, dann wird der Score auf 4 gesetzt. Und sobald der Score auf 4 gesetzt wird, werden diese Commands aktiviert. Das heißt, dazu muss man bedenken, man setzt immer den Score für sich selbst auf 4. Und dann wird man aus allen anderen Spielmodi geworfen. Man bekommt den Tag Getdown, was wiederum bedeutet, dass man ab sofort selber hier dazugezählt wird und sozusagen einer mehr auf dem Schild angezeigt wird. Man wird in die Lobby dementsprechend teleportiert. Man wird das Inventar geklärt. Und man sendet allen, die sich schon in der Lobby befinden, eine Nachricht, dass man die Lobby betreten hat. Ja, das war im Prinzip auch schon das ganze Lobby-Schild, beziehungsweise dieses Schild generell. Mehr passiert da, oder mehr ist das eigentlich nicht. Wir klicken jetzt mal das Schild an und wir sehen, alle bekommen hier diese Nachricht. Fan vom Felsen hat die Lobby betreten. Wir werden in die Lobby teleportiert, wir werden geklärt und so weiter. Und ja, viel mehr kann ich von von Getdown jetzt hier auch leider nicht zeigen. Das seht ihr alles die Tage bei Linus, denke ich. Und genau, das heißt, wo war das jetzt? Da war Getdown. Und wenn wir jetzt mal zu Getdown gehen und jetzt mal wieder in die Lobby fliegen, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht allzu viel zeige. Hust, hust, hust. Dann sehen wir, wir sind jetzt, wir zählen jetzt noch in das Getdown-Ding rein und jetzt steht hier auch 1 von 8, weil wir im Prinzip ja noch dort hinten in der Lobby sind. So. So viel dazu. Und ja, mehr habe ich eigentlich auch, glaube ich, gar nicht zu erzählen. Jetzt wisst ihr, wie so ein Lobby-Schild funktioniert. Und jetzt kommt wieder der Narrator. Narrator, naartes All. Narrator, auf. Ja, super, vielen Dank, Narrator. Jetzt wisst ihr also, wie diese Lobby-Schilder funktionieren. Und jetzt wisst ihr auch, wie ihr also selbst anzeigen lassen könnt, wie viele Spieler dort sind und ob die Runde schon läuft oder noch nicht. Und das auf das Schild übertragen könnt. Genau. Und dann würde ich sagen, das war's für das heutige Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und ciao.